Wieder mal eine Community-Wahl. Im Strawpoll habt ihr euch für den Zeus entschieden. Finde ich eine gute Idee. Die anderen haben aber auch ein krasses Team. Faceless Void. Starker Held. Wenn ihn niemand spielen kann. Man sieht ja oft, dass Leute den nicht spielen können und verkacken. Aber eigentlich ein sehr starker Held. Na, machen wir es mal anders. Ich will ja mal eine schnelle Botte. Ach, so irgendwie. Ich hätte auch Null Talisman und so. Aber wollte ich nicht. Nee, will ich nicht. Machen wir das so. Probieren wir es mal. Also Zeus. Faceless Void. Und lustige Gangs mit Io. Wir haben keinen klassischen Hard Carry. Schauen wir mal, ob wir es trotzdem irgendwie gebacken kriegen. Die anderen haben ein starkes Team, bisschen ausgewogener als unseres. Wir haben uns auch ein interessantes Team, aber. Ja. Gucken wir mal. Ups. So. Ja, auch wieder an die langsame Attack-Animation gewöhnt vom Zeus. So, und jetzt können wir mal zwei Hits unterbringen am Tower. Ja, fett! Hat er nämlich schon 22 HP verloren. So wird das, glaube ich, ganz groß. So, wenn ich auch mal kann, vielleicht auch mal per Handlast hitten. Das ist ja schon. Nee, so kann man es nicht. Nips, jetzt muss ich noch einmal sehen. Danke. Okay, wir haben wenigstens unten bei der Rune und Ward. Die Bottle dauert nicht mehr lang. Wie viel Damage hat der eigentlich? 8 Minuten bis hat ein bisschen mehr. Doch. Merkbar mehr. First Blood. Ja, wahrscheinlich hätte jetzt ihr auch sogar Lightning Bolt skillen sollen. Na, wurscht. Wurscht. Hol ich es dann ein. First Blood haben wir inzwischen. Das ist doch mal was Schönes. Habe ich meine Tengus überhaupt nicht gebraucht. Unten ist die Rune. Komm. Ja, ich könnte jetzt meine Tangos schon abgeben. An irgendjemand da unten, der die gebrauchen könnte. Ich brauche sie nämlich gerade nicht. Geh mal nach unten hier. Tja, hätte ich da mal Lightning Bolt gehabt, hätte was klappen können, obwohl die Range war trotzdem nicht ausreichend. Ich kam nicht an den Wisp Run und verliere jetzt auch ein bisschen XP in der Mitte. Das ist nicht gut. Als nächstes würde ich gerne Boots haben, weil ich etwas lahmarschig bin. Und verkaufe dann vielleicht einfach sogar für immerhin 62 Tacken meine Tangos. Ja, kann man sogar jetzt mal mit Double Damage mal Last hitten. So, bringen wir uns doch mal die Wut. Selbst mit Double Damage verkacke ich meinen Deny noch. Peinlich. Komm, von der Kante. Das ist doch schon längst, zählt doch nicht mehr als Uphill. Stopp! Kurier, warte. Kriegst jetzt die blöden Dinger rein.
So. Und bring den Scheiß zurück. So, wie sieht's aus? Huhn ist oben. Aber wenigstens kriege ich sie. Dann mal jetzt fix Level 6 werden. Und vor allem erstmal nochmal Level 2 Lightning Bolt auf Level 5. Das können wir mal verkaufen, jetzt den Scheiß. Und einen Town Portal hole ich mir doch mal. Dann kann ich halt irgendwo mal aushelfen. Vor allem mit der Haste-Rune, wenn irgendwo mal gedived wird. Zum Beispiel da oben. Sowas, genau bei sowas. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen spät dran, schade. Will ich dann doch mal Level 6 werden, schnell. Ist halt an ihm doch einigermaßen wichtig. Ja, die Haste wurde natürlich jetzt extra etwas verschwendet. Jetzt macht der Tau den Last-Hit. Ich auch nichts von. So, jetzt habe ich wenigstens einen Town Portal und kann dann aushelfen, wenn irgendwo nochmal da so tief gedived wird. Nee, Blast Hitten gegen Forge Spirits und den Invoker, der auch mehr Schaden macht als ich. Nicht so einfach. So, ich guck mal nach der Rune und sie ist oben. Haste wäre cool. Double Damage ist nicht so super sondercool. Das ist Level 4. Okay, haben die einigermaßen gezoned. Na, die ziehen sich schon zurück. Die werden oben entweder einen Ward haben oder in der Mitte einfach gewarnt sein. Und da haben sie den Io allein gekriegt. Ja. Sehr schön. Ein Kill geschenkt bekommen mit Zeus. War ich nicht ganz sicher, ob der Void in Range war. Es war, wenn, sehr, sehr knapp. Wir machen halt 225. Und davon muss er ungefähr ein Viertel abziehen. Magic Resistance halt, ne? Also ziemlich genau ein Viertel. Was halt, so 55. Was ziemlich genau 55 entspricht. Also bleiben 170 Damage über, die man macht. Und das war halt recht knapp. Aber es hat gereicht. Sehr schön. Gucken, was ich jetzt als nächstes mir baue. Weil man mit ihm natürlich auch ganz schön Spells spammt. Sind Arcane Boots an ihm recht beliebt. Ich finde aber auch Tranquil Boots an ihm nicht verkehrt. Einfach für das schnelle Movement. So, ich schau mal unten nach der Rune. Not yet. Komm her, ich will dich nochmal sehen. Na! Na! Gemeinheit. Nature abhors an Your middle tower is under attack. Mid tower taking damage. Da reicht es einfach nicht. Ich geh mal mit Haste. Na, ich gehe mit Haste zurück in die Base. Lad mich voll auf. Also, Arcane Boots sind natürlich schon sinnvoll, hat man eben auch wieder gesehen. Ne? Bisschen mehr Mana wäre schon nicht verkehrt. Und ich denke mal, das machen wir einfach mal. Gucken, was ihr
gucken, was im Chat, ob irgendwas dazu geschrieben wurde. Nee, da geht es irgendwie um ganz andere Geschichten. Venemancer war mal ein Mensch, darum geht es anscheinend gerade. Und der Kurier ist nach unten unterwegs. Ja, ich versuche mich... Arcane Boots, ja, nein. Radiance Towers are fortified. Do as you please with that information. Your top tower is under attack. 3-2, aber die haben, das finde ich, bessere Late Game. Schick den Kurier. Ach, wir haben noch einen Walking Kurier. Doom könnte mit seinem Otias magisch werden. Ich hoffe nicht, ist das nicht so ein AFK Jungle Doom, der gar nicht aufwacht. Okay. Ups, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, weil ich wegen den Runen geschaut habe. Ob Zeus Ulti angebracht ist. Don't bottle up your feelings. Top Tower under siege. So. So, und den Kurier jetzt mal benutzen. Top Tower under siege. Okay. Your top tower is under attack. Well, that would be a tribute. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich irgendwo mal ganken kann. Zum Beispiel Unter. Unter, Ober. Ober ist nicht ganz so einfach. Ne, da müsst ihr aufpassen. Der war. Kommt natürlich erstmal weg. Und da jetzt zu diven ohne irgendwas ist auch nicht ganz so einfach. Hm. Stehe ich unten blöd rüben? Dann drücken wir ein bisschen auf den Tower einfach. Mid Tower taking damage. The enemy's bottom tower is falling. Your middle tower is under attack. Nein, ich stehe genau an der Kante. Ja, etwas Overkill dann. Was hat der Invoker da alleine mal den Mid-Tower geholt? Ärgerlich. Na gut, alleine gehe ich da auch nicht lang. Jetzt sollten wir oben mal den Tower defenden. Ich mach mich mal auf den Weg. Und dann überlege ich mal, was ich baue. Oben mal den Tower defenden. Es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Hex wäre schon stark gegen die Carries. Aghanim ist halt irgendwie immer beliebt. Die mit den Stats und den anderen Geschichten. Und wir verlieren viel zu viel Tower-HP. Nein! Boah, ist ja knapp. Mich beinahe verklickert. Puh, ich wollte halt in den Wald erstmal den Lightning Bolt setzen, habe ich noch geschafft und dann habe ich schon wieder völlig überfordert im Kopf hier. Der arme Martin. Einmal noch Arklatten danach, den anderen. Und für den Meepo läuft es anscheinend Sahne. Level 11. Nicht schlecht. 7-4 liegen wir vorne, das kann gern so weitergehen. Man kann an ihm durchaus einen Dagger bauen. Dagger plus Hex wäre natürlich dann irgendwann schon sehr schön.
Wenn das so gut läuft, sehr geil. Ich verkaufe mal eben ein Iron Branch. Bisschen Platz in Inventar. Das war so knapp vor mir, dem Jugger. Der hat das schon seinem Ulti angesetzt. Ja. Achso. Na dann. Wir müssen oben den Tower defenden, deswegen ist jetzt mit Smoke nicht so viel. Your top tower is under attack. Look at you stealing that tower kill, you sneaky thing. Ja, komme ich nicht ran. Meine Range zu kurz, um den Healing Ward anzugreifen. Dann habe ich mich gleich einen Jugger-Ulti am Sack. Und ich mag keinen Jugger-Ulti am Sack. By my whisker, that's good stuff. So, Level 14 Rune. Minute 14 Rune, ob die ich schon mal eingesammelt hat. Wahrscheinlich schon. Aber, mein Gott. Kannst versuchen. Leider nein. Wir sollten uns mal den Mid-Tower holen, den Tier 1. Einen haben wir in der Mitte verloren bisher, einen haben wir denied. Gar nicht so verkehrt. Ich hole jetzt auch meinen Dagger. Drauf geschissen. Obwohl, ups. Kann ich ihn noch verkaufen? Wir haben recht viel Initiation, oder? Der müsste auch seinen Dagger haben. Das muss ich nicht machen. Das ist Quatsch. Ich gehe auf Utility dann. Wollen wir mal vernünftig sein. Ich baue ein Hex. Wenn wir halt dann Jugger oder Void, die auch gute Escapes haben, einfach disablen können, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Top Tower under siege. Sauber. So, jeder will. Jeder will den Last Hit. Und, mein Ultimate Orb liegt noch in der Base. Kann ich auch nachher noch holen. Wenigstens Level 2 Ulti jetzt. Habe ich immer noch ready. Ein bisschen Druck auf den Tower machen hier. Den halt einfach stunt und sauber. Gerade so geklappt. Sehr schön. Der Wolf Faces wollte ein bisschen langsam reagiert. I'm not ready. Geben wir noch ein bisschen Mana wieder. Na komm, die XP nehme ich noch mit. So nett. Wieder mir die Skate überlassen. Ja, nett. Wir müssen eigentlich eh ganz gut farmen mit Midas und Devourer und dem ganzen Quatsch. Ich habe mein Ultimate Orb. Dann hole ich mir als nächstes mal den Void Stone von da oben. Die Mana-Regeneration kann ich dann immer noch gut gebrauchen, trotz Arcane Boots. Also ich hätte durchaus noch einen Arganims bauen können, statt dem Hex. Ups. Ja, geh du mal weg. Na, wo ist er? Wo ist er? Ja, dann halt nicht. Na, ich kaufe noch ein zweites Town Portal. Town Portal Nazi. Niemals ohne. Und Ulti wieder ready. Also wenn irgendwo Action geht. Das ist schon eine schöne Kombo mit dem Centaur auch.
Weil, ja, mit Double Edge und dann halt meinem Ulti hinterher. It's not time. Ja, wenn man das ein bisschen spammt, ist man dann doch immer recht schnell alle noch. Okay. Jugger ist in der Mitte. Wir müssen trotzdem mal Türme holen. So, ne, ich will den Meepo jetzt nicht unterschätzen, weil der gut, der hat vorhin noch größeren Levelvorsprung gehabt, jetzt ist er Level 13, ich bin Level 11. Das läuft schon ziemlich gut und wir führen ja auch 10-5, aber Faceless Void im Endgame darf man nie unterschätzen. Und Jugger und vor allem Void mit Lich Ulti, dann Jugger irgendwie noch da rumhampeln, AOE vom Invoker. Alles nicht so schön. Im Moment ist noch der... Ups. Im Moment ist der... Faceless Void oben. Au! Au! Na! Ah, kein Glück gehabt. Und... Schade. Ich hätte mehrfach Glück haben können, dass ich schneller beim Doom bin und er darüber hüpft und das Mechanismus auch noch hilft. Aber leider hat es nicht geholfen. Aua, aua. Das tat weh. Well, my goodness, your top tower is being attacked. Na, wir haben Doom, wir haben Meepo. Wir sollten mal Five Man gehen. Oder halt 9. Wie der Meepo ganz richtig anmerkt. Ja, die Attack Animation ist schrecklich vom Zeus. Schon ein Grund, warum man fast alles mit den Spells macht. Ich habe Ulti bereit. Sehr schön. Ja, Arcane Boot ziehe ich einmal auf. Ich bleib mal hier hinten, dass ich nicht irgendwie mitgefangen werde sofort im Zeus-Ulti. Obwohl, die sind alle unten, wie es aussieht. Sieht aus, als könnten wir uns den relativ entspannt holen. Na, dafür hat es den Meepo erwischt. Na, wir kriegen den Tower. Ja, es wirkt ein bisschen übertrieben. So, bisschen Mana. Für die Kollegen holen wir uns erstmal den Tower. Kommen auch die Creeps mit und dann können wir mal weiterschauen. Ich weiß gar nicht, ob Zeus Ulti angebracht war. Ich habe eigentlich auf den Turm geachtet gerade. Sauber. Sehr schön. Sehr schön gemacht vom Centaur. Ich wollte dem Centaur wirklich die ganze Zeit mal die Bottle Charge geben. Wenn der ganz angegriffen wird, vielleicht nicht. Wo jetzt? Sehr schön. Na, da habe ich sogar bald das Hex fertig und das ist mal sehr, sehr schön. Ich hole mir unten mal das Invis. Okay, ich hole mir mal Invis eben. Autsch, was ist, was mit dem Io da? Warum ist der da? Ist er weg? Ich will hier aber unten so den Turm verlieren für nichts. Natürlich eine gewisse Fade Time auf dem Invis. Deswegen ist es jetzt nicht ganz ungefährlich.
Aber Mystic Staff habe ich bald. Und dann kann ich das vielleicht noch rechtzeitig nutzen, zusammen mit dem Invis. Schick mir schon mal den Kurier da hoch. Schauen wir mal. Viel fehlt ja nicht mehr. Ein so ein Creep hier. I'm not ready. Noch nicht mal ganz. 10 Tacken fehlen noch. Komm. Sauber. So, dann ordnen wir das auch mal neu an. Hex. Ja, so. Scythe of Vice. Und jetzt gehe ich mal auf die Suche und versuche mir da einen abzugreifen. Da wird es ja wohl verfinden lassen. HP. Halbe Laufzeit habe ich noch vom Invis. Irgendwann soll man mit hier hochkommen. Okay. Okay. Das ist ein ungünstig. Schade, dass sie den Jugger da getroffen haben. Wäre mir der Sand ein bisschen weiter gefolgt, ne? Als ich war ja hier und dann war er hier, wäre ein bisschen näher geblieben, hätten wir vielleicht was schaffen können. War es ein bisschen unglücklich einfach. Schade. Ich habe dann auch Ulti gedrückt, einfach um die anderen auch aufzuhalten und einfach mal Schaden zu machen. Obwohl ich in dem Augenblick nicht ganz sicher war, wie die anderen Teammates da das brauchen. So. Na, man hat ja den Io noch vorher gekillt, aber Io, mein Gott, und Faceless Void, hm? Aber er hat ja keine Items. Das ist ja mal ganz nett. Noch ein bisschen Cooldown auf meinem Ulti. Ja, sehr schön. Lich-Ulti ist gegen Meepo natürlich immer ein bisschen aua. Haben sie den jetzt nicht mehr gekriegt? Nein. Das ist ein bisschen ungünstig. Da habe ich die ganze Zeit schon geblinkt und im Chat geschrieben, dass mein halt, dass mein Dings bald ready ist. Und so richtig hat er es aber nicht gemerkt und hat dann den Invoker viel zu spät angegangen. Gucken, dass ich hier eigentlich ein bisschen Übersicht, dass da keiner kommt. Na, ich gehe mal nicht da lang, nicht, dass doch einer irgendwie von da kommt. Hat kein Geld zum Warden, mag er nicht. Übernehme ich das halt mal ein bisschen. Nicht ideal, aber drauf geschissen. Mache ich das halt kurz, verkaufe mir erstmal meinen Iron Branch. I'll save this for later. So. Dann
Probieren wir das mal. Ich werde hier nochmal hier warden, damit sie da nichts haben. Ein Wort würde ich hier weiter oben anbringen. Hier. Hoffentlich ist da gerade keiner. Okay, Invis haben sie jetzt per se erstmal auch nicht. Kann ich das eigentlich im Doom geben? Double Damage? Nee, das geht nicht. Das hat nicht gereicht. Da waren wir viel zu verteilt. Hm. Zwei tot, wir gar nichts. Haben wir einen Doom los? Doom sind wir losgeworden auf irgendjemanden. Selbst das hat Doom zusammen mit meinem Ulti nicht gereicht. Ja, immerhin. Ja, das ist doch mal wenigstens etwas. So, ich versuche gleich mal den letzten Ward hier unterzubringen. Enemy towers are now invulnerable. Die Chronosphäre war auch leider bis zu platziert, dass ich nicht rankam, um den zu hexen. Und mit Meteor waren die eh relativ schnell tot. Das, was ich am Anfang gesagt habe, die haben eine gute Kombo. So, jetzt immerhin noch einen Tower los. Das ist ja auch schon mal was. Und jetzt werde ich hier noch gleich mal einen Ward platzieren. Obwohl es jetzt nicht ganz ungefährlich ist gerade. Okay, aber man sieht da wenigstens da den Io. Ich sehe den Void. Okay, die macht er alleine. Gut, hat sich geklärt. No one go defend top tower. It needs to learn to defend itself. Top tower under siege. Ich muss auch hier aufpassen, wenn nämlich gleich in den Jungle kommt, bin ich sonst einfach mal kaputt. Ja, schnell weg hier. Schnell weg. Ob wir mal vielleicht Roshan machen sollten? Sauber. Jetzt sollten wir Roshan machen. Bin ich der Meinung. Ein bisschen pushen. Und dann Roshan. So, wenn jemand Mana braucht. Zum Beispiel der Ascent. So, jetzt sollten wir halt Roshan machen. Der Doom sollte mal. Sollte jetzt mal kommen. Moment, haben wir die Vision. Von daher kommen nicht einfach aus der Lane. Sie können nicht von oben so leicht kommen. Da ist der Wisp. Passt. Roshan's blood is spilled. The Radiant shed no tears. Gut, was mache ich denn als nächstes? So, für Arganims ist eh ein bisschen spät. Finde ich. Das Hex ist schon ganz gut. Blinkt ja aber immer noch eine Option einfach zum Initiaten. Once again, Digital Sports. Wir haben zwar einiges an Initiate, aber trotzdem die auch. Und um mich halt einfach so ein bisschen zu bewegen, wenn ich halt weit hinten bleibe. Wir sollten mal schon unsere Tower jetzt nicht einfach so fallen lassen. Das wäre ein bisschen blöd und unnötig.
Ja, genau. Hat das Ascent nicht geschafft. Schade, eigentlich spielt er recht gut. Wahrscheinlich ein bisschen zu spät da. Das ist etwas ärgerlich. Okay. So, ist wenigstens einigermaßen fix sterben. Killing spree. Dominate an acceptable amount of a vicious double slay. Da ist der Faces heute mal ganz knapp weggekommen. Kriegt den Wisp nicht. Jetzt. Ja, und den Jugger. Sehr schön. Ich push mal oben, dann kommen wir von zwei Seiten. So viel Tau-Damage mache ich nämlich eh nicht. Ich kann eher nur ein bisschen die Wave rauspushen und dass die ein bisschen Schaden macht. Was ich an Schaden mache am Turm ist sehr vernachlässigbar. Ich port mich. Ja, sauber. Bleiben wir mal hier mit dem Hex jetzt. So, ich geh mal hier. Au. Au. Ich geh mal hier High Ground und port mich weg. Tower haben wir gekriegt. Oben der Tower kriegt auch ein bisschen Schaden. Ja. Das ist halt ein knappes Spielchen. Das kann noch ganz schön nach hinten losgehen. Aber ich glaube, wir schaffen die, kriegen die Kurve noch. Und ich hole mir noch den Blink Dagger, einfach um zuverlässig mit dem Hex was machen zu können. Wenn ich immer langsam hinlatsche mit meinem 350 Movement Speed, bis ich da bin, ist das eh schon vorbei alles. So, ich habe noch einen Sentry Ward. Brauche ich eigentlich gar nicht. So dringend braucht man den jetzt nicht, weil man ja auch mit Lightning Bolt ein bisschen dewarden kann zum Beispiel. Das habe ich noch gar nicht gemacht in dem Spiel. Shame on me. Not yet. Tschüss. Ich werde nochmal normale Wards kaufen, weil da sind wir schon wieder auf Sparflamme. Meiner von vorhin steht noch da oben. Aber ansonsten... müssen wir mal gucken, dass wir einen irgendwie rausfischen und dann pushen. Ja gut, so geht's natürlich auch. Oh, der Arme. Das ist gemein. Da haben wir schon ein bisschen Mitleid. Ja. Und wir verlieren den ganzen Tower so blöd an die Creeps immer, aber hilft ja nichts. So, ich bleib jetzt mal... So, ich bleibe jetzt mal ein bisschen weit hinten und versuche dann sozusagen als Countermeasure den Void zumindest auszuschalten. Aber ich glaube, das wird nicht lange dauern. Ja, genau. Au. Wie komme ich da ran? Ja, das ist das Ganze da. Ah, doch, ich habe es noch geschafft, sauber. Au. Au. Immer noch die Charges.
More death. Autsch. Komm! Wow! Das war ein bisschen krass vom Doom. Ich dachte, er wartet wenigstens noch, bis mein Cypher of Ice ready ist. Stattdessen gibt er gleich die volle Packung. Ich habe auch nicht gesehen, ob das eigentlich hinkommt mit meinem Ulti. War ich ein bisschen, weil ich so drauf versessen war, ihn zu retten, dass ich es gar nicht gesehen habe. Okay. Ich habe mein Ulti ready. Ich habe Wards ready. Die Jungs kommen down the middle lane. Ich habe Cypher of Ice bald ready. So, dann sollten wir vielleicht den sogar fallen lassen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das war ein bisschen doof vom Shadow Demon da. Kann der Healing Ward mal bitte irgendwann sterben? Middle tower has been eliminated. It's not time. Hm. Ja, sehr enges Spiel. So. So, ich habe Ulti ready, ich habe Hex ready. Lich ist da oben. Ayo ist da. Ja, sind nicht alle da, okay. Ich stelle mal meine Wards auf. Na, jetzt überlebt er trotzdem nicht, oder? Nein. Ja, wir müssen einen Teamkampf gewinnen. Dann haben wir es. Wenn wir einen Teamkampf verlieren, dann war es das mit uns. So sieht es halt aus im Moment. Machen sie jetzt Rohschaden? Sah jetzt nicht ganz so aus. Ich push mal ein bisschen die Lane, obwohl jetzt in der Mitte sind sie auch nicht. Nicht ganz ungefährlich alles. Wo habe ich das denn gekauft? Was habe ich manchmal? Verklicke ich mich hier? Sind die bei Roshan? Nee, sind da. Komm. Nein! Aber immerhin noch gehext. Au! Ja, sauber mit Creeps. Autsch! Puh. So, aber erstmal heilen. Okay, ich habe meine Wards, die ich gleich mal ein bisschen verteilen werde. Hm, spannendes Spiel. Spannender als mir lieb ist. Ja, bin auf dem Weg. Ich habe meinen Hex ready. Ich bringe hier noch mal einen Ward unter. Unsere Vision ist jetzt nicht so verkehrt.
Nein! Gerade geklickt. Ein bisschen zu langsam. Das war... Oh, das hätte sein können. Das war... Oh, hoffentlich ist das kein Fehler, der Spielstand ist. Das war... Ah, da war ich ein bisschen zu langsam. Ärgerlich. Wir haben ganz gute Vision immer noch. Jetzt pusht die Wave noch ein bisschen raus, dann kommt sie auch nicht so leicht hierher. Und dann müssen wir eine Rex damit kriegen. Gucken, ob ich schnell genug bin. Na, schade, waren sie ein bisschen zu langsam. Den schwarzen Ding trotzdem rechtzeitig noch gehabt. Und? Na. Gebe ich ihm mal hier die... eine Bottle Charge. So, braucht noch jemand Mana. Schwierig, schwierig. Ich bringe hier oben nochmal einen Ward an. Und eigentlich versuche ich dann in die Base zu stellen. Jetzt gerade mal kurz für eine Millisekunde nicht kämpfen. Danke. Er sollte mit den Meepos die Sidelanes ein bisschen rauspushen. Dass wir halt nicht vor der Haustür stehen haben, sobald wir möglicherweise einen Teamkampf verlieren. Ich traue mich nicht nach vorne, um da einen Ward zu platzieren. Puh, spannende Situation. Das ist, als Zeus kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel machen. Ich kann halt hoffen, mit dem Hex was machen. So, und jetzt pusht er die Sidelanes ein bisschen raus mit dem Meepo. Das ist genau das Richtige. Und dann müssen wir eine gute Situation einfach finden. Ich komme nicht dahin, um zu warden. Ja, das ist viel zu gefährlich. Klappt das einigermaßen mit den Meepos? Ups, das geht da. Warum? Ich will nicht sterben. Immer. Warum denn? Au. Das, was... Wir haben so gute Vision. Schade. Ich will das nicht verlieren. Ich will das nicht verlieren. 95 Sekunden noch tot. Ich will das nicht verlieren. Wenn mich dann eventuell nochmal zurückkaufen können, wenn es sein muss. Sieben, sechs. Fuck! Wie viel Schaden hier am Turm machen? Und die können halt kamen nicht in die Base. Schneller! Warum hat er denn seinen fucking Ulti schon wieder ready?
Das ist doch alles fucking fuck. Meine Herren. Warum haben sie denn da solche Vision? Ah, wie, warum? Wen hat eigentlich der Doom gedoomt? Das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Wen hat er denn gedoomt da an der Stelle? Es war nicht der Void. Was, der Lich, der schon... Ach, das ist ärgerlich. Dieses Rumgeheule von den blöden Shadow Demons auch nicht sehr hilfreich. So, was hat denn der Wall? Hat zwei. Immerhin hat er seinen Refresher Orb. Ja, einfach auf den Faceless Void und entweder auf den Lich oder auf den Jugger. Ich weiß nicht, wer davon. Hat gar nichts. Hat auch nichts. Kannst du da rumheulen? Der... God Zeus. Back for more. Na, noch weggekommen. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir als erstes die Lane verloren. Schade. Ich habe mich sogar zurückgekauft, oder? Ja. Ja. Die paar hundert Schaden, die ich jetzt mache, sind halt auch nicht mehr wert. Not yet. Top Tower under siege. Wir sind ein bisschen vorne, wenn sie halt dann Bonus 4 und solche Sachen auf mich machen. Dann ist das eigentlich ganz gut. Hm, damit kommt der Ayo. Der sollte mal mit seinen Meepos die anderen Lanes pushen. Das wäre mal recht hilfreich. Kann auch die untere Lane pushen zum Beispiel. Das würde uns... Nein, ich wollte ihn gerade hexen. Ich hatte schon geklickt. Autsch. Ich kann mich nicht zurückkaufen. Au, au, au. Warum waren die eigentlich alle so nah dran? Der Doom und der andere. Die sollten doch gar nicht so weit vorne sein. Das war auch der Trick. Wenn sie mich in die Chronos packen, das ist ja wurscht. Ich mache eh nicht viel. Der Doom ist halt ziemlich langsam. Schade. Ja, der Anfang lief ganz gut. Hat Spaß gemacht. Dann habe ich dann später gewardet und bisschen was ich befürchtet habe. Schade. Das hat nicht geklappt. Mit dem Zeus. Mit Zeus kann es auch klappen. Das Early Game hat ja auch funktioniert. Wir hatten auch alle ziemlich viel schnell die Tower down und so. Aber vom Team-Line-Up war es halt ein bisschen komisch dann. Ist alles so. Meepo ist auch ganz gut abgegangen am Anfang, aber später auch nichts mehr gerissen. Irgendwie fehlt ihr dann so ein bisschen. Man hat es ja gesehen, wir standen dann vor der Base und kamen halt einfach nicht rein. So. Wir hatten einfach keine Möglichkeit zu initiate vernünftig. Obwohl wir eigentlich drei Blinkdagger hatten. Vier.
4 Blinkdagger, so. Ist ein bisschen. Ich glaube, der gefährlichste war tatsächlich eigentlich mit der Void, wenn er den Teamkampf so aufsetzt. Wenn der Doom den erwischt hätte. Und entweder Jugger oder Lich, relativ egal. Der Rest macht der Eos wurscht. Invoker hat natürlich auch schon ein bisschen wehgetan, aber jetzt nicht so gefährlich. Ach. Naja, wenn ihr irgendwie Tipps habt für das gesamte Spiel, ein paar Sachen, bitte gerne auf YouTube unten drunter schreiben. Hilft immer. Kann man da noch mal ein bisschen drüber diskutieren, was hätte da besser laufen können. Hm.